Ja, herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank, dass wir heute in dem Rahmen, lieber Robert, die Porsche European Open vorstellen dürfen. Und ich versuche jetzt die Energie, die der Christian auch hier an alle übertragen hat, weiterzugeben. Und ich denke, wir haben viel gehört, dass wir uns mit unseren Kindern, um glücklich zu sein, dass wir uns viel bewegen müssen, natürlich, und dass man auch viel mit Freunden zusammen sein soll und auch die Freizeit wirklich qualitativ gut verbringen soll. Und mein Ziel ist es, euch zu begeistern für die Porsche European Open. Die Porsche European Open ist ein sehr traditionsreicher Event. Er wurde gespielt von 1978 bis 2009, 30 Jahre auf der Insel, und uns ist es gelungen, von Four Sports, dank auch der Hilfe von Dr. Kleben mit dem Golfresort Bad Griesbach, das Turnier bei der European Tour wieder zu reanimieren, und tragen das Turnier seit letztem Jahr in Bad Griesbach aus. Wie wir hier sehen, es sind wirklich ganz große Spieler, die damaliges European Open gewonnen haben, mit Bernhard Langer, Greg Norman, Sandy Lyon, Nick Faldo, Lee Westwood, Colin Montgomery, also eine große Historie, die wir zum ersten Mal hier auch aufs Festland gebracht haben und wo wir auch wirklich stolz drauf sind. Ich möchte ganz kurz mal über die Fakten eingehen. Was sind die Porsche European Open? Ausgetragen werden sie vom 22. bis 25. September in Bad Griesbach. Natürlich größter Golfresort Europas und, wie ich heute Morgen beim Frühstück erfahren habe von Dr. Kleven, auch der Golfclub mit den meisten Mitgliedern, fast 5000. Wir haben ein Preisgeld von 2 Millionen Euro. Das ist auf der European Tour eine mittlere Kategorie, aber unser Ziel ist es nicht, das Turnier mit dem größten Preisgeld zu sein, sondern wir möchten eigentlich das Turnier sein, wo die Spieler sehr gerne kommen, ein sehr exklusiver Event. Wir haben mit Porsche, mit der Agentur geschafft, ein großes Unternehmen in den Golfsport, in den Profisport zu integrieren und auch langfristig als strategischen Partner für die Porsche European Open, für die European Open gewonnen. Wir haben während des Turniers im letzten Jahr 25.000 Zuschauer gehabt. Wir rechnen dieses Jahr mit einer deutlichen Steigerung. Wie gesagt, wir haben es letztes Jahr im ersten Jahr ausgetragen. Insofern gehen wir davon aus, dass wir große Teilnehmerzahl zusätzlich gewinnen können. Ich habe schon gesagt, hier der Venue, Golfresort Bad Griesbach, und all die Dinge, die wir gehört haben, die wichtig sind, mit Bewegung. Viele Sportarten kann man bei unserem Turnier drum im Umfeld natürlich ausüben. Wir können auf 5 weiteren Golfplätzen während unseres Events selber Golf spielen und natürlich im Umfeld auch sämtliche weitere Sportarten durchführen, wie Radfahren, Wandern. Insofern ist es nicht nur das Erleben des Spitzengolfs vor Ort, sondern man kann drumherum auch wirklich selber aktiv sein. Und kommen Sie, wie gesagt, schauen Sie sich die Atmosphäre an. Es war im letzten Jahr schon ganz toll. Zum Spielerfeld, uns ist es auch gelungen, nicht nur Spieler von der European Tour zu gewinnen im letzten Jahr, sondern eben auch von der PGA Tour in Amerika. Wir hatten Hunter Mahan zum Beispiel oder Charles Schwartzel, alles Major-Sieger. Und dann natürlich Bernhard Langer als unser großes Aushängeschild in Deutschland. Im ersten Jahr hat Martin Keimer gefehlt. Dieses Jahr wird er dabei sein, er hat zugesagt. Es wird auch weiterhin dabei sein Biesberger aus Österreich, Bernd Biesberger, es wird Marcel Siem dabei sein. Und international werden wir sicherlich noch einen draufsetzen im Spielerfeld im Vergleich zum letzten Jahr. Hier ein paar Bilder zum Playersfeld. Im letzten Jahr, wie gesagt, Charles Schwartzel, Morgan Hoffman, Graham McDowell, alles Ryder Cup Spieler, Major Sieger. Insofern waren wir stolz auf unser Teilnehmerfeld im ersten Jahr. Wie sieht unser Programm aus? Also unser Ziel ist es natürlich nicht nur, in Anführungszeichen, unseren Partnern, Sponsoren oder auch Gästen das Erlebnis Spitzengolf auch hautnah zu erleben, sondern wir machen auch viele Dinge im Rahmenprogramm. Natürlich zählt dazu
am Mittwoch das offizielle Pro-Am, wo unsere Sponsoren direkt mit einem Pro spielen können, wo es auch noch ganz, ganz wenige Plätze gibt, die wir Partnern auch noch anbieten können. Wir haben zusätzlich am Freitagabend die Golf for Good Trophy und die Robert auch in dem Rahmen veranstaltet. Wir haben dazu auch RTL und Spendenmarathon bzw. RTL dabei und versuchen natürlich nicht nur unseren Partnern und Gästen Golf zu bieten, sondern wirklich auch ein tolles Rahmenprogramm, so wie wir es hier eigentlich gestern Abend auch erlebt haben. Ich weiß nicht, ob wir so nachlegen können, aber es war schon beeindruckend. Ja. Zum anderen werden wir am Samstag des Turniers einen Gourmetabend machen mit Spitzenköchen im VIP-Bereich, gemeinsam mit Michelin zusammen, wo wir versuchen, auch eben andere Dinge, Höhepunkte, Highlights während der Woche zu setzen, um den Zuschauern das best- und größtmöglichste Erlebnis auch zu bieten. Darüber hinaus haben wir eine besondere Gelegenheit, am Montag nach dem Turnier kann der Platz in originalem Zustand, auch mit der originalen Pin-Position, mit dem ganzen Branding, was noch vom Tag vorher da war, mit allen Tribünen, kann der Platz gespielt werden. Das bieten wir einzelnen Gästen und Kunden und Firmen an. Da werden wir ein Turnier am Montag nach dem Turnier für Amateure bzw. für jedermann anbieten, dass man mal sieht, was die Spieler da leisten und vor allen Dingen auf den Grüns da leisten müssen, weil wir haben das letztes Jahr gespielt und es ist eigentlich fast unmöglich, da einigermaßen zu putten, aber es ist ein wirklich tolles Erlebnis, einen Platz in so einem Zustand dann auch wirklich zu spielen. Vielleicht ganz kurz zu den globalen Daten. Unser Ziel ist es natürlich auch nicht nur den Zuschauern vor Ort, sondern auch unseren Sponsoren und Partnern größtmögliche Reichweite zu geben. Wir werden insgesamt in 40 Ländern übertragen. Wir erreichen 430 Millionen Haushalte weltweit. Insofern ist es für große Unternehmen sehr interessant, bei uns als Partner aufzutreten. Und nicht umsonst ist so eine Marke wie Porsche dann auch eingestiegen und hat sich so einen großen Titel wie die European Open dann auch gesichert. Hier nochmal im Überblick, 430 Millionen Haushalte, 2800 Stunden Live-Übertragung. Also insofern ist es man kann hier nicht von einem nationalen Event sprechen, sondern wirklich weltweit internationalen Event. Hier ein paar Eindrücke nochmal, da gehe ich mal drüber, weil ich habe ja eigentlich nur 5 Minuten. Hier sehen wir Jimenez zum Beispiel an einem Abschlag. Wir haben vor Ort, denke ich, für ein Golfturnier im ersten Jahr, nicht nur im ersten Jahr, sondern auch gemeinsam mit unseren Partnern im Auftreten ganz besondere Brandings neu kreiert. Also das ist nicht gestellt, das Bild, das war ein ganz normaler Hintergrund von unserem Partner Audemars Piguet an dem Par 3 von Jimenez. Da kann ich mal drüber. Wir haben auch ein großes Publikumsvillage, wo wir unseren Gästen tolles Catering anbieten und auch Einkaufserlebnisse bieten. Insofern ist es nicht nur für den VIP-Gast alles getätigt, sondern wirklich oder angerichtet, sondern für den normalen Gast wirklich ein besonderes Erlebnis. In diesem Jahr kann man im Publikum hat Porsche einen 50-Meter-Putt ausgelegt und man kann, wenn man den Putt macht, einen Porsche gewinnen. Also nicht nur in der Verlosung drin, das ist wie ein Hole-in-One, hat man die Chance, direkt einen Porsche auch zu gewinnen. Hier sehen wir, haben wir einen Überblick von unserem VIP-Zelt. Was spannend war, das erlebt man auch selten, man muss auch Glück haben, sage ich mal, vom Setup, vom Platz. Wir haben das VIP-Zelt direkt vor dem 18. Grün. Das ist jetzt ein Bild am letzten Tag, am letzten Loch mit dem Führenden, wo es am letzten Loch tatsächlich auch erst entschieden wurde, wer das Turnier gewinnt. Und dann kommen natürlich die Zuschauer wirklich um den Platz rum. Und es war eine tolle Atmosphäre. Wir haben im kommenden Jahr, das ist das alte VIP-Zelt, haben wir eine Terrasse, die oben ganz offen ist. Also wird nochmal vergrößert und angepasst, sodass dass man auch die Chance hat, in die andere Richtung, wo auch noch 2 Grüns sind, den
das Live-Erlebnis oder dann auch die Putts direkt zu sehen aus dem VIP-Bereich. Jetzt gehe ich hier nochmal drüber. Ja, wie gesagt, unser Ziel ist es, oder ich freue mich, dass wir das hier vorstellen dürfen. Kommen Sie mit Familie, mit Freunden zum Zuschauen oder auch zum selber Spielen auf den anderen Plätzen. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Quality Live Forum. Dankeschön. Danke, Charlie.